herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch, und ich habe heute die Ehre, euch einen absoluten Kracher vorzustellen, den es noch nicht in Deutschland gibt. Der Film erschien erst Anfang des Jahres 2024 und der Film ist wirklich eine absolute Granate. Ich war sowas von geflasht von dem Film. Ich hatte durch Retrogold 63 die Möglichkeit, diesen Film schon vorab zu sehen, noch in englischer Sprache. Ich kann euch gleich sagen, ich werde es auch später nochmal erwähnen, Retrogold 63 hat hierfür extra eine Synchro beauftragt. Der Film ist also mega stark, genial, kann ich schon einfach nur sagen. Und zwar Life After Fighting mit Bran Foster als Hauptdarsteller. Und hier könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Ich kann euch heute leider keine Mediabooks präsentieren, aber schon die ersten Cover habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit würde ich sagen, hinterlasst noch schnell das Abo hier unten links, aktiviert die Glocke. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Film. Sollen wir? Der sich im Ruhestand befindende Kampfsportweltmeister Alex Faulkner hat sich in einem einfachen Leben eingelebt. Als das Verschwinden zweier seiner Schüler zu einer unvorstellbaren Entdeckung in der Nähe seiner Heimat führt. Gerade als alle Hoffnung verloren ist, die Kinder zu finden, macht er die entführten Mädchen ausfindig und deckt eine internationale Kinderhandelsoperation auf, die ihn wieder in den Kampf seines Lebens gegen die Hintermänner hineinzieht. Life After Fighting ist eine australische Produktion aus dem Jahre 2024, also Anfang des Jahres 2024 wurde der Film released. Regie, Produzent und Drehbuchautor sind hier Bran Foster, der auch die Hauptrolle übernimmt. Und der hat, oder den kennt man vielleicht aus Filmen wie Deep Blue Sea 3, Force of Execution und Maximum Conviction. Der kommt ja jetzt auch demnächst über Retrogold 63 raus. Und in der Besetzung, also als Hauptdarsteller haben wir hier natürlich Bran Foster selbst. Wir haben Cassie Howard, wir haben Luke Ford, wir haben Annabelle Stevenson, Ethan Brown, Masao Yamaguchi und Eddie Arezzola. Genretechnisch haben wir hier ein Thriller-Drama gepaart mit unfassbaren Kampfkunstelementen, Martial Arts ohne Ende, richtig geile Action oder Kampfszenen. FSK ist er derzeit noch ungeprüft. Ich weiß auch nicht, ob Retrogold 63 ihn prüfen lassen wird. Wenn nicht, kommt er einfach ungeprüft raus. Und hat eine Laufzeit von 120 Minuten, 2 Stunden. Und der Score, und den möchte ich hier auch erwähnen, weil der wirklich stark ist, ist von Jason Fernandes. Und normalerweise kann ich euch oder lasse ich euch ja hier sämtliche Informationen über die Mediabooks und das Booklet da. Hier kann ich es leider noch nicht so hundertprozentig. Ich weiß natürlich ein bisschen mehr, darf aber auch nicht alles präsentieren, aber es ist geplant im Laufe des Jahres, so ich glaube Ende September, dass der Film vielleicht spätestens da schon bei euch liegt. Auf jeden Fall dieses Jahr wird die Veröffentlichung sein durch Retrogold 63. Die haben sich hier nämlich exklusiv die Rechte an diesem unfassbar guten Streifen gesichert. Und wie ich es auch schon am Anfang gesagt hatte, sie haben eine Synchro dafür beauftragt. Auch hier hoffe ich, dass die deutsche Synchro wirklich ebenso reinknallt wie der Film. Ich kann euch aber, und das zeige ich euch jetzt hier, schon mal 3 Cover vorab präsentieren. Und alle 3 sind wirklich wunderbar gelungen. Mir persönlich gefällt jetzt hier das zweite mit am besten, was so ein bisschen den Krause-Stil hat. Aber auch das erste Cover wunderschön. Das dritte Cover auch ebenso. Hält sich ja so ein bisschen an die Cover, wo wir auch schon bei einigen Filmen hatten von Retrogold 63.
Und ich vermute mal wieder, dass es ein schönes Booklet haben wird, vielleicht auch wieder mit 24 Seiten oder auch mehr. Die Limitierung, wie gesagt, auch hier kann ich euch gar nicht so viele Infos geben oder bezüglich der Limitierung leider noch gar keine. Ich vermute, dass es auch wieder ein 2-Disc-Limited Mediabook sein wird mit einer Blu-ray und einer DVD. Ihr könnt also gespannt sein. Sobald ich weitere Informationen habe, werde ich vielleicht nochmal ein kleines Kurzvideo zu diesem Film raushauen, damit ihr ja perfekt darüber informiert seid. Aber wirklich, hier wartet was ganz Großes auf uns. Der Mann ist 47 und haut hier so einen Brecher raus als Erstlingsfilm. Einfach nur beide Daumen nach oben. Ja, und wie kam es jetzt dazu? Ich mache ja schon längere Zeit jetzt für Retro Gold 63 Reviews über deren Mediabooks und bekomme diese auch immer zur Verfügung gestellt vom Alex. Vielen Dank nochmal an dich da draußen. Und Alex hat mich von Retro Gold, hat mich angerufen Anfang Juli diesen Jahres und hat gesagt: Du, pass auf, Boris, ich habe hier einen Film, da haben wir uns die Rechte dran gesichert, Life After Fighting. Schau ihn dir an und ich möchte bitte deine Meinung darüber hören. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht. Und dann, ich war also megamäßig geflasht. Und seine Infos, die ich am Anfang hatte, waren, ja, dass man, sagen wir mal, ein nahezu unbekannter australischer Schauspieler namens Brent Foster, ich habe ihn natürlich gekannt, hat einen, ja, neuen Kampfsportfilm über einen Karatelehrer geschrieben, Regie geführt, produziert und die Hauptrolle gespielt und der zwei seiner Schüler vor Kinderhändlern retten will. Und meine erste Reaktion war natürlich auf den Film, ja, what, ja, so was zum Teufel. Ja, also okay, schick ihn mir, ich schaue ihn mir an. Und wie auch schon gerade erwähnt, Brent Foster war für mich jetzt nicht ganz so unbekannt, aber für einige von euch da draußen wird er eher unbekannt sein. Und bei den Filmen, die ich auch genannt hatte, ja, konnte Foster an sich zwar überzeugen, verblieb aber jetzt nicht wirklich dauerhaft in meiner Erinnerung. Und das hat sich definitiv durch diesen Film Life After Fighting mehr als nur geändert. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt einfach mal zur Story selbst. Ich möchte euch nicht tot spoilern, aber ich werde euch so ein bisschen, ja, natürlich ein paar Infos geben, dass ihr euch ein kleines Bild machen könnt. Die Geschichte teilt sich in drei klare Abschnitte ein, würde ich so für mich sagen. Wir haben einmal so diese Kennenlernphase aller wichtigen Charaktere, inklusive die Möglichkeit für den Zuschauer, Sympathien, aber auch Antisympathien gegenüber den Darstellern zu entwickeln. Hier muss ich wirklich gestehen, dass mich alle wichtigen Figuren überzeugt haben. Sei es nun Brent Foster als Besitzer einer Martial Arts Schule, Annabelle Stevenson als Empfangsdame der Kampfschule und mit ihren zwei kleinen Töchtern, die ebenfalls in dieser Kampfschule Unterricht nehmen, Cassie Howard, die mit ihrem Filmsohn Terry die neue Liebe von Brent Foster wird, sowie Luke Ford, der hervorragend den ekelhaften und durchgeknallten Ex-Mann von Cassie Howard mimt und vor absolut nichts zurückschreckt. Als zweites kommt dann der Höhepunkt im Bereich Drama zum Tragen. Die beiden Töchter von Annabelle werden von einem Kinderhändlerin entführt und auch hier überzeugen die Darsteller unfassbar glaubwürdig mit ihren Emotionen und auch Reaktionen. Den Abschluss der Geschichte bildet ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel und ein überragendes, großartig choreografiertes 25-minütiges Kampfduell zwischen Foster und den Bösewichten, bei dem es zu kraftvollen Schlägen, unerbittlichen Tritten und zu erheblichen, ja auch Gewaltspitzen kommt. Hier kommt die Action alles andere als zu kurz. Die Kameraführung kann ebenfalls überzeugen und die gut gestreuten Kampfszenen werden sehr gut präsentiert und in Szene gesetzt. Der Score von Jason Fernandes ist stimmig und passt zu den einzelnen Sequenzen. Auch hier wird darauf geachtet, ob es sich um eine eher ruhige Szene handelt oder um eine knallharte Action-Kampfsequenz. Von Klassik über R&B bis hin zu Rock
ist alles vertreten. Das wahre Prunkstück des Films sind die perfekten Kampfszenen. Das schnelle und intensive Action-Design in Life After Fighting erinnert mich durchweg an die besten Filme von Scott Adkins, ganz zu schweigen von anderen Martial Arts-Filmen wie The Raid und Flashpoint. Das Tempo, die Energie, die Choreografie, das Durchschlängeln durch die wenigen Bereiche der Turnhalle, das Einführen von Messern und anderen Waffen, die zunehmende Blutigkeit und Gefahr, Fosters Müdigkeit und Verletzungen, das Hongkong-Niveau von Stunt-Jungs, die in Dinge geworfen werden und durch Glas. Es ist nichts weniger als ein atemloses Spektakel und filmisches Adrenalin. Fast alle Kampfszenen finden im Kampfkunststudio seiner Figur statt. Ich hatte das Gefühl persönlich, dass diese Kampfszenen eventuell mit, ja, man nennt es eigentlich Prävisualisierungen in diesem Studio entstanden sind. Was sind Prävisualisierungen? Also, ein Filmprojekt wird normalerweise ja geplant und man sucht Möglichkeiten, die Vorstellungskraft, die man beim Lesen eines Drehbuchs braucht, zu verstärken. Ein anderes Wort dafür, und das dürfte dem einen oder anderen da draußen etwas mehr sagen, sind sogenannte Storyboards und das sind Prävisualisierungen. Und hier muss man ganz klar sagen, Bram Foster verdient jegliches Lob. Life After Fighting ist ein absolut krasser, unfassbar starker, aber auch emotionaler Film, der sich wirklich auch in einigen, ja, Szenen was traut. Hier will ich aber nichts spoilern. Und ich bin auch schon jetzt gespannt, ob Bram Foster hier nochmal nachlegen wird und vielleicht noch, jetzt nicht unbedingt einen zweiten Teil, aber einfach einen zweiten Film macht, ob er das auch nochmal bestätigen kann, was er hier mit Life After Fighting abgeliefert hat. Ich kann nur sagen, gebt dem Film eine Chance. Ich persönlich, wie gesagt, war mehr als gehypt und ich vergebe hier ganz klar 9 von 10 möglichen Filmrollen. Und jetzt möchte ich natürlich von euch da draußen wissen, was haltet ihr von solchen Filmen, was haltet ihr von Martial Arts Filmen, wie zum Beispiel auch The Raid? Wie steht ihr zu diesem Film? Habt ihr Bock auf so einen neuen Film? Ihr habt ja jetzt auch einige Szenen sehen können, die durfte ich euch schon mal zeigen. Macht's Lust? Habt ihr Lust, dieses Mediabook euch zu besorgen oder vielleicht ja, irgendwie den Film irgendwie zu sichten? Hier alles unten in den Kommentaren. Leute, ich war wirklich geflasht und ich bin das sehr, sehr selten von neueren Filmen. Und der Mann, Bram Foster, mit 47 hier so ein Werk abzuliefern, vor allem als Erstlingswerk, es ist wirklich der Knaller. Schreibt mir in den Kommentaren gerne, was ihr davon gehalten habt, wie ihr auch die vielleicht möglichen Cover findet, die ich euch präsentieren konnte. Und ja, Dank geht natürlich raus an RetroGold63 und Alex und Nita, die mir die Möglichkeit gegeben haben, als einer der ersten über diesen Film in Deutschland zu berichten. Ich werde euch auf jeden Fall da draußen auf dem Laufenden halten und nicht vergessen, abonnieren, liken und kommentieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Film. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.